Destroyer Tom. Und damit möchte ich auch ganz, erschreckt euch bitte nicht, ich habe etwas auf dem Kopf, was ich normalerweise nicht auf dem Kopf habe. Ich kann es ihr leider nicht verbieten, sie ist volljährig. Ja, ist jetzt leider durch. Zerebrale Flatulenz Thorsten, ich danke dir für deinen Reset für den dritten Monat. Dickes, ganz dickes Kratz zum Level Up. Ich danke auch dir, Thorsten. Und ja, nee, Haare habe ich tatsächlich immer auf dem Kopf, Insus, glaubst du oder nicht, aber ja, ich weiß, ich hab einen Haihut auf. Den habe ich versprochen, den habe ich Kreilo versprochen, das tut mir sehr leid. Der muss aber leider sein. Außerdem darf ich das heute. Ich bin auch... Nee, das sage ich lieber nicht. Aber ja, ich darf das heute. Ich habe nämlich Geburtstag, für alle, die es nicht mitbekommen haben. Ich bin heute 21 geworden, beziehungsweise in einer Stunde werde ich 21, laut meiner Mutter. 21.32 Uhr. 21.32 Uhr werde ich, genau 21. Und ich dachte, da wir das heute... Der ist voll geil, ja. Da wir das heute... Da wir das heute nicht so richtig auskosten können im Sinne von einem 12-Stunden-Special-Stream oder so. Den schafft die Mama heute nicht mehr. Den schafft hier heute keiner mehr. Habe ich mir gedacht, wir machen das heute doch noch ganz kurz. Morgen früh muss ich nämlich los. Was ist das eigentlich für ein Geräusch? Warum plubbelt denn das? Ach, das wird schon passen. Der morgen früh muss ich... Wo hast du den her? Den habe ich bestellt. Das war der unter anderem, der... Ach, ein Geburtstagsdonation. Träng sucht noch fleißig mitfahrende Wagons. Sind wir wieder auf Happy dem Zug? Happy Birthday, ja, Nubia mit dem Fischkopf Dutt. Größer als drei, größer als drei, größer als drei Chuchu. Das habe ich dir nicht erzählt. Also, weil ich... Alles Gute zum Geburtstag. Das ist der stand oben auf dem Briefkasten. Und das war das Paketchen, was oben auf dem Briefkasten stand. Das hatte den Hut mit drin. Und ich war sehr froh, dass der überhaupt noch da war, denn den wollte ich ja heute anziehen. Den darf ich jedes Mal aufhaben. Weil heute dein Geburtstag, habe ich mir so gedacht, ich schick dir einen kleinen Zug damit. Okay, also erstmal. Dein Herzel lacht größer als drei, größer als drei, größer als drei. Also zuerst mal Stio für 666. Ein Geburtstagsdonation-Train sucht noch fleißig mitfahrende Waggons. Happy Birthday, Nubia, mit dem Fischkopf-Dutt. Ich habe halt tatsächlich keinen Duft, darunter verbirgt sich ein Zug. Ein Zug. Ein ja, Zopf! Wir hatten Zopf. Schon einen Zweck. Nein, das darfst du nicht erzählen! Das können sie ruhig wissen. Okay, und Kaloy. Du bist volljährig, du darfst. Kaloy, 15 Euro, alles Gute zum Geburtstag, lebe lang und erfolgreich. Ich danke dir, Kaloy. Und Simmy, weil heute dein Geburtstag ist, habe ich mir so gedacht, ich schicke dir einen kleinen Zug, damit dein Herz lacht. Das hast du aber schön gedichtet. Simmy ist ein Aussie, kein Bayer, oder? Zimmi kommt aus dem Osten. Ja, aber das klingt bayerisch. Vielleicht ist das ein sächsisch angehauchtes Herzl. Okay, und ich dachte mir, da weil wir beim letzten Mal so ein stressiges Spiel haben, spielen wir heute ein bisschen was weniger Stressiges. Das ich war hatte, nicht stressig, bloß ein bisschen schockierend. Ich hatte auch Friday the 13th schon im Kopf gehabt, aber ich glaube, danach kann keiner mehr schlafen und wir müssen morgen zum Zug. Sam, spiel unser Lied. Nur noch einmal. Aber gern. Okay, Rudolf hat gerade resubscribed im dritten Monat und schreibt, alles Gute zum Geburtstag. Ich danke dir, Rudolf, für deinen Resub und natürlich auch für deine Glückwünsche, da freue ich mich. Und der Gecko hat 666, was habt ihr denn mit 666? Hexe. 666, oh Gott. Tu ut, größer als drei, größer als drei, größer als drei. Okay, genau, Rudolf hat für drei Monate resubscribed. Alles gut zum Geburtstag. Ich danke dir, Rudolf. Und der Gecko hat nochmal 666 geschrieben. Ich glaube, der Steam-Posteingang hat noch einen EN-Anhänger versteckt. Fordi, das habe ich tatsächlich gesehen. Das ist mir gerade ins Gesicht geploppt. Achso, und meine Mutter möchte gerne ein Bild von dem Hund sehen. Ja, bitte. Für 2.22, ich hab's schon gesehen. Ich danke dir. Ich muss morgen nochmal allen direkt Danke sagen. Und direkt nochmal bedanken für alles, was jetzt hier reinkommt. Und Stapel PayPal ist immer noch gestellt. Das ist okay. Ich bin da keinem sauer. Spiel das andere bitte, ja? Du weißt schon. Dadam, dadiaaaaaaam, dadiaa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 a
Erstmal, Alexander hat gerade resubscribed für den zweiten Monat und hat ganz viele Herzen gespammt. Alexander, ich danke dir dafür. Der Monat 15 Euro gespendet, ich wurde vom heißen Meier erwischt. Herzlichen Glückwunsch so zum 12. Geburtstag. Kleiner als drei wünsche dir schöne Heimreise und erhol dich. Gut, kleiner als drei. Gut. Vitti hat 5,55 gespendet. Was habt ihr mit den komischen Zahlen heute? Habe ich irgendwas verpasst? Happy Purzeltag, ich danke dir, Vitti. Und der Scott hat 20 Euro dagelassen, hat geschrieben, herzlichen Glückwunsch zum 12. Geburtstag, wünsche dir schon eine Heimreise und erhol dich gut. Ich danke auch dir, Scott, für deine 20 Euro. So, kommen wir jetzt hier mal. Danke, Hotaru, ich danke dir. Danke schön. Ist die Schwester noch gar nicht? Was, Mina? Ich habe keine Ahnung, ob die überhaupt ein Dingens hier in Account hat. Ja. Okay, dann kriege ich noch zurück, Stapel. Mach dir keinen Stress, bitte, okay? Wir haben... Ja, genau, der hatte den das Ding jetzt noch. Okay, Quiplash. Kommen wir ganz kurz noch zum Spiel. Happy Geburtstag, junge Frau. Jetzt bist du in jedem Land volljährig. Tschu-u. Und nochmal Gecko. Der kommt gleich. Ah, da ist er. Geht auch an das Doppelpunkt, Klammer zu größer als drei. Okay, also ganz kurz zu dem Spiel. Ich dachte mir, das ist ein bisschen was Entspannteres. Meine Mutter wird auch heute nicht ganz so lange da bleiben, weil wir müssen ja morgen relativ zeitig da alles hier durchkriegen. Und deswegen spielen wir ein bisschen Quiplash, weil das geht ja relativ fix. Ich werde das so machen wie beim letzten Mal. Ich hoffe, ich kriege das alles noch hin. Mit dem Code verstecken, bis wir soweit sind und so. Möchte der Mu dann fix mitmachen? Frage ich mal so. Mu, möchtest du fix mitmachen? Du sollst mal hochscrollen und Thor Gottshammer seine Nachricht lesen. Sag mal nur, bitte so im Chat hochscrollen und meine Nachricht lesen. Danke dir. Okay, warte. Thor. Alles gut zum Geburtstag. Hier ein Ständchen. Happy Birthday. Du brauchst nicht spenden, Thor. Wirklich, jeder, der minderjährig ist, behaltet euer Taschengeld bei euch. Wir mögen dich auch so. Ja, ihr mögt euch so. Mu möchte fest mit. Okay, dann schicke ich dir gleich den Code, Hase. Und dann danke, Anti, für deine Spende. Liebe Grüße an Nubia Sinnet Senior. Ich komme aus dem Nunu-Land. Simi schreibt, liebe Grüße an Nubia Sinnet Senior. Das bist du? Ja, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ich komme aus dem Du bist 21, vielleicht bist du es ja jetzt. Ich komme aus dem Nunu-Land, Simi. Was ist das? Wo ist das? Nunu-Land, ist das irgendwie so ein Insider oder so? Wie heißt denn das bei einer Augsburger Puppenkiste? Das heißt Lala. Nee, wie heißt das? Ich frage mich hier, was die ganze Zeit so summt. Das sind die Kopfhörer, oder? Nee. Oh Gott. Ach, wir spielen heute wirklich? Wir spielen heute wirklich? Ja, wir spielen halt wirklich. Nee, irgendwas vibriert hier. Ist egal. Ach, das... Hase macht dir mal Gedanken, was das sein könnte und sag mir Bescheid. Ja. Komm mal schnell vorbei, ich mach die Tür schon mal auf. Du willst dir spenden. Max, du bist 15, also behaltest du dein Geld bei dir. Das passt schon. Das reicht schon, dass du Sub bist. Das ist schon viel zu viel. Okay. Ich habe noch nicht die deutsche Version. Nee, das ist ein Mod. Weißt du, ich bin seit 3 Tagen hier ständig on the road. Natürlich habe ich jetzt noch keine Zeit gehabt, mir die deutsche Version zu holen. Du weißt, was wir gemacht haben? Seed, du bist zwar älter geworden, aber Senior bist du noch lange nicht. Alles Dankeschön, Gute zum Seed. Geburtstag, kleiner als drei. Danke für die schönen Streams. Sagst Junior, ich danke dir für deine 5 Euro. Ich freue mich. Okay, ich würde sagen, wir machen mal ganz kurz. Haben wir die Family-Friendly? Nee, Family-Friendly brauchen wir nicht, oder? Nee, wir brauchen den Filter nicht. Twitch required, requires Playter to be locked into Twitch. Das muss auch nicht Hast sein. Hast du mal ein Wörterbuch? Nee, wir machen das zusammen. Also, kurz noch zur Info. Meine Mutter ist nicht ganz so fit im Englischen, deswegen bilden wir ein Team. Ich bin mehr Russisch. Ja, wir bilden ein Team und wir werden uns dann absprechen. Eventuell mache ich in der Zeit das Mikro aus, während wir uns absprechen. Alles ist okay, Stapel. Alles ist okay. Okay, pass auf, wir machen mal... Ich mache mir hier ganz kurz in die Pause. Genau, weil ich habe hier jetzt den Dingens gesehen, den Code. Happy Birthday, Nubia. Nee, Hashtag okay. Sweet 16. Weil und Grüße an die große Schwester neben dir. Kleiner als drei. Große Schwester, oh. Okay, ihr hört mich gerade noch, deswegen sage ich mal, Hase, du hast den Code auf Facebook. Ich habe dir den geschickt. Du musst dich mal einloggen, damit wir drin sind. Guck mal, was der
Der kleine Thor Skotthammer. So, wir sind drin. Thor hat was geschrieben. Und mitspielen lohnt sich aber nicht. Ich bin ja noch bis 9 dann in den Ferien, werde ich mir jetzt streamen. Alles gut, Thor. Wie gesagt, ne, mach dir keinen Stress. Du machst dein Ding. Du machst du. Und dann ist alles gut. So. Ach, du wirst älter. Okay. So. Dachte, ist nur ein Zugabend heute. Könntest du dein Handy sehen, was New Bier Sinnet, Senior. Gutes Kind. Moment, hier passiert gerade zu viel. Sie bringt uns ganz viel Spaß. Ich kenne ihn nur, Thor. Okay, Sekunde, was? Mein Handy? Nee, Thor, das ist so ein dauerhaftes Vibrieren. Das Headset ist es nicht, das hat noch nie vibriert. Doch. Okay, der Mu ist da. Okay, dann würde ich sagen, schreibe ich mal den Chat jetzt, den Code in den Chat. Und wer als erstes da ist, ist als erstes da. Gut. So, der Gecko hat nochmal geschrieben. Dachte, ist nur ein Zugabend heute. Tout, Nubia ist eine Senior, gutes Kindchen hergestellt. Sie bringt uns ganz viel Spaß. Das freut mich, danke. Irgendwas habe ich richtig gemacht. Und der Acetyl hat 20 Euro. Happy Birthday, Nubia Sweet 16. Und Grüße an die große Schwester neben dir. Ja. Große Schwester. Okay, dann sind wir ja wieder hier. Ob das mein Mann hören könnte. Okay, ihr seht, wer alles dabei ist. Ob du ein vibrierendes Spielzeug hast, ist... Boah, du bist 13! Was hast du für Spielzeuge? Okay, bevor das hier weitergeht, wir haben dabei, also wir sind der hier mit dem einen Auge, wir sind der Lila mit dem einen Auge, das ist der Mu. Dann haben wir den Wanneproppen dabei, den Imperio, der Punisher, Foley, Seed und der Kruxel sind dabei. Okay, wir stecken dann mal, du darfst jetzt, was wir jetzt dann als Fragen haben, darfst du nicht vorlesen irgendwie oder nicht erwähnen, weil sonst wissen die Leute, dass eventuell was von uns kommt. Okay, also der Rest bleibt jetzt erstmal nur für uns. Ich mach gleich unser Mikro aus. Du gibst mir ein Zeichen, wenn ich was machen darf. Ja, ich mach dann unser Mikro aus. Wenn ich es begriffen habe, dann... Okay, und für alle Leute, die zuschauen wollen... Geburtstagszug größer als 3, größer als 3, größer als 3. Für alle Leute, die mitvoten wollen für die Ergebnisse gleich, dann müsst ihr auf jackbox.tv gehen, also wie das hier steht... jackbox.tv und gebt den Code ein und dann landet ihr in der Audience und könnt für die Besten, könnt dann mitvoten quasi. Ihr schreibt keine Antworten, aber ihr könnt trotzdem noch mitvoten. So, und mittlerweile, wir haben schon 5 Leute in der Audience. Also wenn ihr mitvoten wollt, auf jackbox.tv und dann / und dann EWIO mit eingeben. So. Ich würde sagen, wir starten einfach mal da mit einer Runde, damit ihr wisst, was los ist. Und die Stratom hat 5 Euro gespendet, Geburtstagszug. Größer als 3, größer als 3, größer als 3. Ich danke dir, bis Stratom. Das sieht man nicht. Was? Doch, doch, hier. Was sieht man nicht? Man sieht bloß den halben Haikopf von dir. Ja, da bin ich. Naja, Hall, also. Und als Acetylcholin-Rezeptor hat resubscribed für den 3. Monat. Und als Geschenk das große Abo. Stimmt, du hast für $25 resubscribed. Ich habe aber noch keine tollen Emotes für dich, Acetyl. Jetzt bist du mit Seed die einzigen Leute, die für $25 gesubbt haben. Okay, also wir starten einfach mal. Wir gucken mal, was passiert. Press everybody's in to start the game. Muss ich das? Achso, hier muss ich das machen. Okay. Ich würde sagen, ich mache kurz unser Mikro aus, damit wir uns besprechen können. Und ihr hört uns gleich wieder. Welcome to Quiplash. Population, you guys. My, what an attractive group. Oh, sorry, I was talking to my framed photo of the cast of Frasier. Remember, anybody can join the audience at any point during the game. This is round one. You'll get 2 prompts on your device. Just answer them however you want. Your responses, or quips, will be pitted against someone else's, and everyone will vote on their favorite. You score based on the percentage of players who like your answer. Plus, there are winner's bonuses at stake. Go! Auch von Cyberdeck und mir nochmals alles Liebe und Gute zum Geburtstag. Thank you.
It's time for some Quiplash. Ich mach das Mikro wieder an, wir hören uns wieder. Und denk dran, keine Zeichen zeigen, dass irgendwas von uns ist. Okay. Da jetzt auch nicht reagieren, ne? Wir wollen ja die Leute nicht, okay, ein schlechter Platz für Skinny-Dipping. Was ist Skinny-Dipping? Ich glaube, das ist einfach irgendwo reinspringen, oder? Ein Haibecken oder der Stadtbrunnen? Hm? Was ich jetzt lustig finde, ist Haibecken, finde ich lustig, ja. Danke, Kralle. Danke, Pedigree, für die Glückwünsche. Nacktbaden. Ach so, Nacktbaden. Ja, okay. Ist trotzdem. Oh, und jetzt haben quasi die drei gewotet und das sind die Zuschauer, die voten. Und insgesamt hat der Punisher 62% und der Seed hat 38% bekommen. Und jetzt sammelt er Punkte dafür. So, jetzt kommt die nächste. Der unromantischste Platz für eine Hochzeits... Hochzeits... Ah, wie heißt das? Ein Antrag. Ein Antrag. Schlafzimmer der Eltern oder beim Aldi vom Leergutautomat. Das ist auch idyllisch. Oh Gott. Ach, jetzt voten die Leute. Genau, jetzt votet. Wenn man votet immer, dann wird. Dann voten müsst auch die jetzt, Zuschauer. Jetzt auch was sagen? Die Zuschauer voten auch. Und dann. Natürlich können wir nichts sagen, weil es war ja unser Vote. Deswegen ich denke, können wir das nicht sagen. Ja, jetzt ist eh vorbei, aber du hast jetzt so drauf hingewiesen und wir haben verloren. Gegen Kruxel. Gegen den Leergutautomat? Wir haben verloren gegen den Leergutautomat. Du darfst dazu nichts sagen, weil wenn du darauf hinweist, dass wir nicht voten, dann wissen die Leute, dass eins von uns ist. Weil für deinen einen kannst du ja nicht voten. Der schlimmste Name für einen Berg. What a dog does und Berg. What a duck does. Ach so, was ein Hund tut und Berg. Der schlimmste Name für einen Berg. Berg. Leute, wenn ihr könnt, bitte auf Deutsch antworten, weil dann ist das einfacher zu übersetzen. Dann verstehen wir vielleicht auch den Witz dahinter, der vielleicht gemeint ist. Ich verstehe denn den Witz. Ich verstehe das manchmal auch nicht. Ist das What the fuck says? Ist das eine Anspielung auf das Lied oder? Foley, erzähl mal. Oh, aber die Zuschauer haben eher... Oh, deswegen hat Foley noch gewonnen, weil die Zuschauer mehr auf seiner Seite waren. Hund, hätten wir eigentlich wissen müssen, von wem das kommt. Vielleicht. A name for a really cheap Der Name für ein sehr, sehr billiges Hotel. Ja. Kevins Keller oder Klo bitte selbst putzen. Sag mal immer nur ja oder nein, wenn ich mit der Maus drüber bin, weil sonst... Nein. Ja. Oder du machst das selber mit der Maus. Du kannst auch selber klicken. Ich weiß nicht, ob du denn einverstanden bist. Ach, ist ja egal, was ich will. Heute geht's nicht darum, was ich will. Ach nö, das ist ja bloß Geburtstag. Wonne proppen. Klo bitte selbst putzen war von Mu. Aber wir haben für ihn gewotet. Das ist vielleicht Osthumor. Obwohl, der Seed kommt, glaube ich, aus dem Westen. Next one. The name of an all-male version of Hooters. Okay, weißt du, was Hooters ist? Nein. Das ist so dieses Hotel, dieses Restaurant, wo die Damen ganz leicht bekleidet rumlaufen. Aha, und jetzt brauchen wir dafür eine männliche Version. Dickfest oder Pinters? Pinters verstehe ich leider nicht. Dickfest, weißt du, was ein Dick ist? Dicker. Ach so. Ja, aber das verstehe ich gar nicht. So egal, weiß ich nicht. Klingt aber gut. Okay, erklär mal bitte, Foley. Oh, da hast du aber nicht viel Zuschauervotes bekommen. Das ging eindeutig an Dickfest. Sie hat Penis gesagt. Ey, wir sitzen hier neben der Peniskirche. Psst. Etwas Lustiges, was man schreiben kann, wenn ein Formular nach deinem Geschlecht fragt. Heute noch kein. Oh, for your sex ist, glaube ich, Geschlecht und nicht nach deiner sexuellen Gewohnheit. Hat noch heute noch kein oder not given? Okay, hier drüben musst du mal voten, ne? Heute noch kein oder not given?
Ach so, Foley, einer Insider aus deiner Jugend versteht wahrscheinlich nicht so viele. Ach Seed, das war klar, dass es von Seed kommt. Danke, Bumsbär. Next up. Little known fact, the human body is approximately 80% blank. Okay, ganz unbekannter Fakt, der menschliche Körper ist ungefähr 80% glückliche Zellen oder Dummheit, Stupidity. So, ich weiß gar nicht, ist Pint Umgangssprache? Ich weiß es nicht, Foley, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, also am Pint denke ich eigentlich immer an so, ist das nicht britischer Akzent für ein Bier, also für ein Glas Bier? Glaube ich. Oh! Mann! Ihr versteht das nicht! Kalle! Ich glaube, es ist in meiner Spotify-Playlist, also eigentlich sollten sie es kennen. Danke, Kalle, und schlaf gut. Der präsidenthafteste Name eines Präsidenten, der noch nicht unbedingt gerade Präsident ist. David Hasselhoff oder Gottkönig Mu. Du warst für mich Stormcreeper, das freut uns aber. Das war übrigens die Idee meiner Mutter, die glücklichen Zellen. Das ändert natürlich die Situation. Das ändert alles. Mu hat Gottkönig Mu geschrieben. Was ist denn bei dir los? Kann man bei dir looten? Nein, Tor, bei mir kannst du nicht looten. Was ist denn looten? Das ist eine Möglichkeit, mit einer Seite zusammenzuarbeiten. Da kannst du quasi sagen, ihr dürft Werbung bei mir schalten. Die Leute können einen Gruß mit reinschreiben und die können Werbung bei dir schalten. Du kannst aber nicht kontrollieren, was die Leute schreiben und deswegen finde ich das doof. Oh, wir sind letzter Platz! Ey, aber doch gut hingekriegt. Echt gut. Okay, Doppelpunkte in der zweiten Runde. Heißt? Wir kriegen so doppelte Punkte. Okay, jetzt muss man wieder antworten hier. Tipp mal da einmal ins Feld. Achso, ich muss mal ganz kurz, warte mal, bevor das muss ich hier einmal den, bis gleich. Okay. Das ist immer wieder. Dann kannst du keine Antwort mehr geben. Dann bist du bei einer raus. Okay, das Schlimmste, was... also Honey Roasted ist so quasi Honig... Honig geröstet. Honig geröstet. Lakritz schwarz oder Tofu? Was ist schlimmer? Tofu Honig geröstet oder Lakritz schwarz Tofu Honig geröstet? Lakritz schwarz ist ekliger. Okay. Tofu kann ich mir noch ein bisschen vorstellen. Ist euch eigentlich warm? Ja, es ist warm, Chance. Es ist sehr warm. Was? Lakritz Schwarz haben nur wir gewotet. Mu, warum hast du nicht gewotet? Bist du AFK? Hör auf zu tippen, du musst voten. Okay, der Name eines neuen Parfüms, das von einem Celebrity-Koch inspiriert worden ist. Guy Fieri, ich weiß nicht, wahrscheinlich kennt den in Deutschland nicht so wirklich jemand.
Ich habe mich enthalten, war beides eklig. Und wir sagen einfach mal in Richtung Tim Meltzer oder so. Ja, Old Frittenfett oder Nom-Nom? Nom-Nom. Warum, wenn es warm ist, warum hast du eine Mütze auf? Weil das lustig ist. Mit 21 ist man nicht mehr zurecht. Mitspielen, Yoshi, musst du auf jackbox.tv und den Roomcode eingeben. Mu hat nicht für uns gewotet! Vielleicht steht er nicht auf Frittenfett. Vielleicht. Aber wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen. Wir haben mehr Zuschauervotes bekommen. Coming up next, the worst thing that happened on Noah's Ark. Das Schlimmste, was auf Noahs Arche passiert sein könnte. Ein Elefantenhaufen oder Elefant und Pinguin? Mit Sicherheit gab es einen Elefantenhaufen. Hier, du musst gucken, wo ich meine Maus habe und dann ja oder nein sagen. Ja. Eine heiße Mütze, oh Gott. Iltis for Man, das wäre auch sehr schön. Wenn es lustig ist, warum lacht dann keiner? Elefant und Pinguin war von Mu. Oh, wir haben nicht dafür gewotet. Wir haben für Foley gewotet. Nicht nachträglich, Puffelmuff. Ich habe heute noch Geburtstag. G-rated? Was heißt G-rated? Das weiß ich nicht. Time to vote. Irgendwas, ein anderer Name für eine Erektion? Beule oder Eichelkäsestange? Oh Gott! Wer denkt sich so eine Frage aus? Das wir werden gleich sehen, wer überhaupt die Antwort gegeben hat. Okay, was nehmen wir? Mm-mm. Wer hat sich das einfallen lassen? Das möchte ich jetzt auch mal wissen. Da spielen bis Kerle mit, oder? G-Rating ist jugendfrei. Ach so. Imperio, du bist minderjährig. Das sind alles Kerle? Ich glaube, wir haben heute... Ja. Happy Birthday, liebe Nubia. Laert, hast du 5 Euro geschrieben, ich danke dir. Der Bumsberg-Follow, danke auch. Und Nearin, danke für deine 15 Euro. Und ich danke dir für deine Glückwünsche. Okay. Okay, der Markenname für eine Flasche Wasser, die im Land von Oz verkauft wird. Das Wasser von Oz oder Vogelscheuche Light. Panzerfahrer, danke schön. Imperio for the win. Ich weiß nicht. Das fand ich ein bisschen... Schreib mal Jasmin an, ob die... Ich hab, meine Nini ist nicht da. Ich dachte, das kannst du hier per... Ja, aber ich weiß ja nicht, ob die auf Facebook da ist. Ganz da. Die ist nicht da. Hey, wir haben gewonnen! Ja, noch nicht. Doch, 16 zu 12. Jasmin 000, ich bin da, Mutti. Mine, bist du das? Hallo, Tochter. Paul Bunyars Replacement? Was? Was? Oh! Seedam hat nicht geantwortet. Seed, was war los? Warum, okay, Tor. Der andere automatisch gewonnen? Ja, der hat automatisch gewonnen dann. Warum ist der Himmel blau? Weil Gott Bayer ist, weiß und blau? Weil Gott kein Mädchen ist, was? Der ist bestimmt von Foley. Ja. Ist auch gut. Na, Mine. Okay, Mine. Dann ist Mine ist da. Geht's Mine gut? Mine, geht's dir gut? Wir warten. Wie, Spoiler? Ist wirklich von Foily! Foily! Ja, war eine gute Idee. Muss man lassen. Aber Wanne Proppen hat gewonnen, der hat die Zuschauervotes bekommen. Weil es alles Kerle sind. Aber herzlich willkommen, Mine. Hi, Mine. Coming up next, a great gag gift would be an exploding blank. Ein lustiges Geschenk zum Oh nein! Imperium Max hat nicht geantwortet! Mu hat mit Tamagotchi automatisch gewonnen. Mine ist heute vor Hitze gefühlt gestorben. Oh. Überlebt nochmal Mikro morgen nach Hause. Hey, wir haben aufgeholt! Bundeswehrvorstellung und Bundeswehr was für dich? Wir haben aufgeholt. Jetzt muss man im Stream mit seiner Tochter. Ja, mit seiner Tochter sprechen. Okay, wir kriegen jetzt alle eine Frage und dann werden alle gegenseitig. Wir müssen uns dann gegenseitig. Okay, ich mach das Mikro kurz aus. Okay,
kleiner Hai Dim Dim. Take a look. Okay, in round three, okay. You so. Three votes. Okay, wir haben jetzt drei, wir haben jetzt gleich drei Votes, um uns Lager dann... Aber, pass auf, ich halte dann die Maus gleich. Okay, wir haben ein Bad Rage Remove. Okay, wir haben ein schlechtes Weg, um das Brusthaar zu entfernen. Ans Lagerfeuer kuscheln, in einen Vulkan springen. Chemotherapie, Alter. Rasentrimmer abbrennen, mit dem Rasenmäher drüber fahren, eine Haimütze. Und Feuer, okay. Deute mal hier drauf, was du meinst. Mein eigenes darf ich nicht nehmen? Nee, unser eigenes dürfen wir nicht nehmen. Ja, denn das. Wir haben drei Votes. Wir dürfen dreimal. Wir dürfen drei auswählen. Das? Ja. Und das. Okay. So. Bei der Bundeswehr gibt's Tischler? Cool, Mina. Müssen wir mal dranbleiben. Die bezahlen gut. Okay, Feuer von Wanneproppen hat leider nur ein Vote bekommen und auch nur ein Zuschauervote. Nur 4%. Abbrennen von Seedom, auch ein Vote. Auch 4%. Das tut mir leid, Seed. Die Toilette runtergespielt. Ans Lagerfeuer kuscheln von Foley. Oh. Rasentrimmer von Punisher. Vor, wenn du das Risiko eingehen möchtest, heimlich zuzuschauen, in einen Vulkan springen von Mu. Das war eine super Idee. Die habe ich gekauft. Die ist cool, oder? Willst du auch so eine haben? Nein. Willst du nicht, Mine? Chemotherapie war von Kruxel 17%. Wir haben gewonnen! Eine Haimütze von Imperio. Und die war von uns. Und 9 Zuschauerstimmen, damit haben wir 30%. Ach, der Bot! Ach, scheiße, Sekunde. Ich hab einen Bot laufen, der zählt die Stunden, wie lange jeder da ist. Das heißt was? Dass ich den halt gerade nicht laufen hatte. Was ist das? Ein bisschen. Mu hat gewonnen! Warum ist das wichtig? Das überrascht uns jetzt aber. Das überrascht uns total. Seiner Käsestange oder was? Nee, die hatte Imperio vorhin, die Käsestange. Top Answer war Eichel Käsestange von Nacht, Imperio. Tor. Schlaf gut. Gehst du jetzt doch ins Bett, Tor? Nee, du lässt es. Okay, ja, geh mal lieber ins Bett. Das wird einen Grund haben, dass du ins Bett gehen sollst. Foley-Fotos sind im Discord für die Mama. Okay, die müssen wir uns ganz kurz angucken. Wenn ihr noch nicht im Discord seid, Ausrufezeichen Discord, könnt ihr gerne dazukommen. Ist eine sehr offene Community, seid ihr gerne willkommen. Und ihr könnt euch ein Hogwarts-Haus aussuchen. Okay, Foley. Finde ich cool, Mine. So, da sind die Fotos. Oh, ist der süß. Oh, das wäre was für Mine. Kann Mine die auch sehen? Oh, guck mal, das da oben, ist das süß. Der mit der Schnauze. Der Hund besteht ja nur aus Schnauze. Hattest du mal ein Fotoshooting mit dem? Oh, ist der niedlich. Oh. Guck mal, wie er hier guckt. Mine, das wären Bilder für dich. Ja, ich kann die Mine noch, ich kann die Mine noch schicken. Okay. Laertes geht Spendengelder eintreiben. Ich danke dir. Darfst du auch zeigen? Ich habe die Freigabe von ihm. Das ist aber lieb. Okay. Ich würde sagen, wir machen gleich mal eine Runde mit New Players. Oder ist es wieder, wer zuerst kommt, mal zuerst? Deswegen gehe ich ganz kurz in den Pausenbildschirm. Wir sind noch da. Ihr hört mich noch. Da tanzt Thaddäus für euch. Wir machen New Players. Wie Thaddäus? Das ist der Thaddäus von SpongeBob? Ja, das ist, doch, das ist, wenn er hübsch ist. Aber nein, das ist seine hübsche Version. Nee, der ist so aber hübscher. Nee. Nein, in der Serie war es. Er ist jetzt hübsch. Da war er so. Da sieht er schon. Okay. Was gesagt. So. Gut, und jetzt gebe ich. Wo ist er? Da. Die schicken wir unbedingt an Mine, die Bilder. Hase, du hast den Code wieder.
Aber diesmal verlierst du Hase. Der Hübschling, genau. Der Hübschling. Sagt wer? Der hieß so, so hieß er in der Serie, der Hübschling. Du kannst Mamas Lieblingscharakter nicht kaputt machen. Richtig, Mine. Guck mal, wie der da aussieht. Okay. Geht gar nicht. So, ich habe euch den Code gegeben. Zimmy. Zimmy hat 5 Euro gespendet. Kleiner Hai. Dim, dim. Danke, genau. Zimmy. Genau. Und danke, Justin, für die Glückwünsche. So, wir sind voll. Das heißt, ich komme wieder zurück. So. Im was? Nein. Wir haben... Nein, Mine. Den Mo wieder. Wir haben Kerl, wir haben Seed, wir haben Stio, Lucifer, Imperio und den Kruxel und bisher 7 Leute in der Audienz. Wenn ihr mitspielen wollt, müsst ihr auf jackbox.tv und den Roomcode eingeben. Das ist immer der hier. Und dann könnt ihr mitvoten. Wenn ihr schnell genug seid, könnt ihr auch mit Antworten geben. Und... Hallo, Nano. So. Bitte nicht immer dieselben an Forgiven. Ja, also, wer hat jetzt Seed und Impero sind jetzt das zweite Mal dabei. So. Schneller sein, ne? Enetam hat resubscribed für den 3. Monat. Schreibt Happy Birthday. Ich danke dir, Enetam. Ich danke dir für deinen Resub. Ich freue mich sehr. So. Musst du schneller sein, genau. Ich würde sagen, wir sind Everybody's In. Krux ist auch wieder da. Stimmt, Krux ist auch wieder da. Ja, Mine, die Mütze ist cool, oder? Ich glaube, Mine hat gefallen. Nein, Mine kriegt nicht. Nein, Mine, das willst du nicht wirklich mit 21. Mit 21 darfst du so eine Mütze kaufen. Da habe ich dann keinen Einfluss mehr. Aber Mine eigentlich erst Mine mit 40. Anti, wenn du einen Hund hast, darfst du die Bilder auch gerne schicken. Ja, wir lieben Hundebilder. Ich mag Katzen mehr, aber... Ja, aber dürfen keine Sesselbuben sein. So, wir machen kurz das Mikro aus, wir sind gleich wieder da. Das ist böse. Deutsch antworten. Ja, genau. Immer schön dran denken, Deutsch zu antworten. Okay, ein Facebook-Status, von dem man nicht will, dass die Großeltern den sehen. Größter Haufen ever, oder? Grad Pause. Hashtag ein Bernd. Im Bernd. Ich bin im Bernd. Also wirklich, verstehe ich nicht. Nee, soll ich dir das erklären? Ich weiß schon, wie das im aber Bernd... Fangen mal bei den Bienen und Blümchen an. Aber ich weiß nicht... Ich verstehe den Witz nicht so richtig. Ja, ich bin gerade nicht online, weil ich im Bern bin. Was ist da nicht zu verstehen? Mine, erklärst du mal deiner Schwester, wie das gemacht ist? Hör mal auf, bitte. Wir sind live. Erzähl bitte. Musst du zusammenreißen. Mama hat's kapiert. Tja. Next up. Okay. Was gab's denn jetzt für Punkte? Wir haben verloren. Das, oder? Haben wir? Keine Ahnung. Das erste, was dir jetzt gerade in den Kopf ploppt. Mu oder wieso darf Mine mit 40 eine Haimütze tragen? Ja. Mine, musst du nicht ins Bett? Du bist echt peinlich, Schwester. So, Seed, Mu und Imperium, wieso darf Mine mit 40 eine Heimat zu tragen?
Aber durch die Zuschauer hat sie trotzdem gewonnen. Der Mu geht automatisch auf Mu, das war so klar. Arme Mine. Oh, nicht traurig sein, Baby. Okay, ein schlechter Name für ein Goldfischhaustier. Silberfisch oder Flauschi? Was? Hm. So, was hat man hier? Schnitzelsemmel hat gefollowt. Dankeschön. So. Kruxel, Silberfisch und Mu Flauschi. Also für Fisch. Da hat der Kruxel gewonnen. Er hatte wahrscheinlich einen Fisch als Haustier. Wahrscheinlich. Next one. Make up the title of a movie that is based on the first time you had sex. Okay, der Titel von einem Film, der darauf basiert, wenn man das erste Mal Sex hatte. Ein Wochenende allein mit Bello? Hell's Kitchen. Oder? War doch ein schlechter Name. Ja, okay, wenn du so sagst. Oh, draußen ist Party. Nee, Dachparty. Ja. Das ist ja nicht Party, da stand Feierei. Feierei, ja. Oh, wer hat da gewonnen? Oh, ich glaube, der Stier macht's trotzdem. Ja, der Stier hat trotzdem gewonnen durch die Zuschauer. Aber Kerl, ein Wochenende allein mit Bello, erklär mal bitte. Nein. Nein, bitte nicht. Erst wenn Mine weg ist. Erst wenn Mine weg ist. Okay, ein furchtbares Talent, was man für ein Miss America Award, also für so ein Talentwettbewerb, Dings haben kann. Das ist gut. Vorliebe darf erst ab 22 Uhr antworten. Ach, Vorliebe, da mache ich dir nicht zu viele Hoffnungen, denn um 22 Uhr wird meine Mutter eigentlich schon auf dem Weg zurück sein. Ja. Ich muss packen. Das könnte knapp werden. Oh, Mu! Als einziger für uns geortet! Ja, gut, mit drei Brüsten können wir natürlich nicht mithalten. Scheiße, nee, das ist eher so ein Apartmentkomplex mit Dachterrasse. Okay. Eine furchtbare Catchphrase, was heißt das? Sowas, was man halt so sagt, so eine Phrase eben, wenn von einem Sportreporter, wenn jemand einen Basketball in den Korb dunkt quasi, also so voll reinhaut. Mhm. Einlochen kann er normalerweise aber vertikal. Eingelocht. Was? Wo ist die Maus da? Hm. Drei Brüste unästhetisch? Ja. Mu, eingelocht. Oh, das wird aber Lucifer machen. Ja. Das Beste, was man benutzen kann, wenn man mein Klopapier mehr hat. Die Zeitung, Leute auf Deutsch antworten, die Katze vom Nachbarn. Was? Hm. Mine schreibt, ich werde auch bald 17 eh. Das ist noch Jahre hin. Ja, gefühlt Jahre. Mine darf alles erst mit 40. Ja. Die Katze vom Nachbarn. Ja, Sie, da hattest du nicht allzu viele Chancen, muss ich sagen. Und warum schreibst du auf Englisch? Zeitung war damals in. Auf dem Plumpsklo bei Oma. Next up. The name of a species of dinosaur you wouldn't want to meet. Der Name von einer Dinosaurier-Rasse, die man gar nicht treffen wollen würde. Miauzosaurus oder Godzilla? Hm. Hallo, Schnitzelsemmel. Stimmt, man müsste was trinken. Ein Katzensaurier wäre niedlich, ich weiß nicht. Wenn die größer ist, ne? Ja. Diese kleinen sind ja auch diese
dem Schwarm kommen, sind wir gefährlich. Ja. Es gäbe nur Heilmützen für Mina. Nicht nur Heilmützen. Hm. Ach, stimmt. Oh, wir sind Vorletzte. Oh, es hat sich wirklich noch geändert. Now round two, where all points and bonuses are doubled. Doubled, alles doubled. Okay, ich mach kurz das Mikro wieder aus. Wir hören uns gleich wieder. So, wir haben gewotet und Mine fragt, was gibt's denn noch für Mützen, Mine ist interessiert. Das sagt sie, weißt du, erst jammerst du bei 35 Grad Schule und jetzt willst du eine Mütze haben. Redrück, 2000, danke für deinen Follow. So, am 147. Tag von Christmas gab mir meine wahre Liebe, was gab sie mir, Herpes oder eine Heilmütze und Fort Knox? Warte mal, Fort Knox? Wer hat die Antwort gemacht? Fort Knox ist von World of Tanks ein Paket mit sehr vielen Ressourcen für 100 Euro. Ach so? Das ist 100 Euro wert. Wehe, das kommt von irgendeinem von euch. Ja, irgendeiner muss es ja geschrieben haben. Ja, aber war hoffentlich nur zum Spaß. Was gibt's noch für Mützen? Typisch Frau. Kia hatte mal frisch Imperio, und alles klar. Oh, schade. Ah, das haben wir verloren. Aber nur knapp. Geschenkeladen hat Foley schon erwähnt? Was? Next one. Two people from history that should definitely have sex. Zwei Leute aus der Vergangenheit, die definitiv Sex haben sollten. John Dark und George Washington oder Adam und Eva. Hm? Hm? Du warst im Steam-Laden, nicht im WoT-Laden. Das will ich auch hoffen, Folly. Hi, Freaky, und Dankeschön. Oh, sieh, das tut mir so leid. War ganz knapp. Ach, Nano will auch sein. Oh, er hat einen Quiplash. Einen Quiplash kriegst du, wenn du alle Stimmen bekommen hast. Mhm. How do you like it? Wie magst du es? In Full HD oder sehr haifischig? Die haben es mit dem Hai, ne? Die haben das echt mit dem Hai. Du musst auch antworten, was ich klicken soll. Nette Mütze? Dankeschön. Ja, nett ist relativ. Ich versteh's das noch nicht. Nee. Oh, da hat der Haifisch wieder gewonnen. Ich glaube, Haifisch ist diese Runde das, was immer gewinnt. Mina, hi! Kleiner Hai. Der Name von einer wirklich seltsamen Diät, die niemals irgendwie richtig so ins Rollen gekommen ist. All you can eat. Oder Erbse rein, Erbse raus, Erbse wieder rein. Hm. Iranaka, ich danke dir für deine Glückwünsche, danke schön. Ja, Folly, das waren so die Trends, die immer die Punkte bekommen haben. Ja, das kommt davon, wenn nur Kerle mitspielen. Erbse rein, Erbse raus, Erbse wieder rein, war von Moore.
Wie oft hast du die Diät schon gemacht? Oh. Mine spielt noch eine Runde LOL. Ja, spiel mal noch eine Runde LOL, Mine. Wir sehen uns morgen, Mine. Okay, die drei schlimmsten Bestandteile in dem... Nee, warte, was? Die drei Bestandteile im schlimmsten Smoothie überhaupt. Fit, Rettich und Tampons oder Spinat, Brokkoli, Senf? Das kann ich mir schon fast vorstellen. Was? Spinat, Brokkoli und Senf? Klar. Aber doch nicht als Smoothie. Na sicher, grüner Smoothie ist voll in. Ja, aber grüner Smoothie, da sind doch... Also Spinat, ja, aber dann ist doch da, keine Ahnung, irgendwas anderes bei. Aber nicht Senf. Du kannst doch ein bisschen Ingwer reinmachen. Danke, Sascha. Seed, man merkt, wenn wir nicht abstimmen müssen. Ja. Aber wir haben trotzdem gewonnen. Yay! Oh, Seed. Ja, weil der lecker schmeckt. Spinat, Brokkoli, Senf. Seed, ja. Du musst was Ekliges machen. Ja. Brokkoli ist nicht eklig. Ein gutes Zeichen dafür, dass du zu viel Mountain Dew getrunken hast. Das ist so eine Soda aus Amerika. Es wachsen Berge auf dem Rücken mit Mountain Dew und Wodka. Das ist zu viel Zeichen, dass man zu viel Zeug getrunken hat? Hm. Ach, Mountain Dew. Wegen Berge, Mountain, okay. Für dich war das eklig genug, Seed. Hits like Sophia, danke für deinen Follow. Mädchen. Oder Hits like, okay, doch ein Kerl. Kern's auf. Oh, Stio. Ach nee, Stio hat für Imperio gewotet. Hm. Okay, next one. A fun thing to yell as a baby is being born. Was Lustiges, was man schreien könnte, wenn ein Baby gerade geboren wird. Mist, wieder kein Einhorn oder nochmal! Hm. Nenn mich nur Sophia. Bist du denn auch eine Sophia? Wo komme ich zur Abstimmung, Freaky? Du musst jackbox.tv eingeben und dann den Roomcode, der immer da ist, wo wir gerade sind. Das ist ja natürlich doof. Was ist, wenn wir nach hier gehen? Passt das noch? Was ist, wenn wir uns ein bisschen kleiner machen? Passt das? Ja, das war klar. Oh, Kruxel. Kruxel räumt richtig ab. Next one. Come up with the name of a country that doesn't exist. Okay, der Name eines Landes, das überhaupt nicht existiert. Herdenreich oder Killerreeland. Okay, das sind Insider. Wir haben an dieses eine Spiel RimWorld, da bildet man kleine Kolonisten. Und in einer unserer ersten Kolonien haben wir ein Reh angeschossen, weil wir was zu essen brauchten. Und die ganze Herde ist auf uns losgegangen und hat uns runtergetrampelt. Hm. Hm. Links oben wäre besser. Okay. Esilos, dankeschön. Das ist wahrscheinlich, weil es ein Insider ist. Ne? Ja, das ist ein Insider. Und Mu hat das Herdenreich genommen. Du bist ganz schön. Du hast doch schon Gottkönig Mu gesagt. And that's all for round two. Fire up the scoreboard. Auswertung? Mhm. Oh, guck mal, ja. Die goldene Mitte. Ja. Was wird sie denn? Gewinn. Aber nicht mit This mir, mein is Kind. Round three, the last lash, one final chance to catch up. Okay, jetzt haben wir wieder alle die gleiche Frage. And everyone gets the same prompt this time. Ein Mann, der nicht groß plant, bleibt klein. Okay, wir muten uns kurz. Stain? So, da sind wir wieder. Wir waren die Ersten. Weil wir gut sind. Ja, sehr gut. Ob die Antwort kreativ genug ist, weiß ich nicht, aber wir sind gut. Das wird sich zeigen. Ja, klar, das ist nicht so leicht. Na, der kleine Gelbe kann sich nicht entscheiden. Los, kleiner Gelber, wer bist du? Imperio, oder? Ach, es ist Imperio. We're ready to look. Vote with your votes. Okay, was ist dieser komische Fleck da? Unfall, ich schwör. Moppelkotze? Der war schon hier, als ich eingezogen bin. Reste von Bernd? Wer ist Bernd? Pure Liebe. Kirschsaft.
Sorry, es ist einfach so passiert. Oder ein Ameisenhaufen. Okay, zeig einfach wieder. Okay. Ja. Okay. Wir haben gewotet. Deine Antworten sind immer um die Ecke, zu um die Ecke gedacht, Seed. Man hat halt nicht sehr viel Zeit zum Voten, ne? Da bleibt nicht so viel Zeit, um großartig zu überlegen. Deswegen vielleicht lieber direkt. Graf Zahl, danke fürs Hosten. So. Ameisen auf uns, Dio. Oh, leider nur Kruxel für gewotet. Sorry, es ist einfach so von passiert von Imperio. Zwei Zuschauervotes. Oh. Kirschsaft von Seed. Zwei Votes und einen aus dem Publikum. Oh. Na, okay. Ich hab keine Ahnung. Ja, ihr habt ja keine Ahnung. Reste von Bernd, von Lucifer. Ich möchte wirklich gerne wissen, wer Bernd ist, muss ich sagen. War. War. Weil wir hatten vorhin auch schon Hashtag im Bernd. Ja. Pure Liebe. Oh je. Unfall, ich schwör von Mu. Okay. Muss so ein Berliner Ding sein. Ach, Bernd das Brot? Das ist Bernd? Ach so. Der war schon, als ich eingezogen bin von Kruxel, hat gewonnen. Schon wieder Kruxel. Schon wieder Kruxel. Aber hat er auch das komplette Spiel gewonnen? Wir werden es sehen. It's over. Let's take a look at the final scores. So. Wer hat gewonnen? Das ist knapp, ne? Oh, wir sind abgerutscht. Lucifer hat gewonnen. Okay. Oh, Lucifer hat gewonnen. Und was war die Top-Antwort im Spiel von Lucifer? Es wachsen Berge auf dem Rücken beim Mountain Dew. Alles klar. So, machen wir noch eine Runde? Also eine Runde machen wir noch. Eine Runde machen wir noch. Gut, dann gehe ich kurz in die Pause und mache ein neues Spiel mit neuen Leuten. Ich schwör's, Assi-Slang. Och, ich glaube, das ist ein bisschen bohren. Ja! So, wir haben New Players. Ich mache kurz einen neuen Code. Okay, den schicke ich, den mache ich bei uns erstmal. So, dann dürften wir da drin sein. Yep, da sind wir diesmal so wir gelb. So. Jetzt warten wir kurz, bis der Mu drin ist. So, alles klar. Dann machen wir den Code im Chat. Und vielleicht die, die immer mitspielen, vielleicht einmal kurz zurücksetzen, ne? Damit andere auch eine Chance haben. Auf welchem Platz ich zum Schluss warst, Dio? Das weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht mehr, aber wenn, dann können wir ja, wenn man den Stream beenden, kannst du es ja im Nachhinein... Okay. Gut, dann ist die Gruppe voll. Außer er? Der Imperio ist schon wieder dabei. Imperio, was habe ich ihm gerade eben gesagt, hm? Sorry, naja. Okay. Dann haben wir den Enditam. Kleiner Hai. Wer ist Kleiner Hai? Das ist doch kein Zufall. Der Nano ist dabei, Alex, Imperio und Muttersohn. Seed ist in der Audience. Genau, wenn ihr in die Audience wollt zum Mitvoten, dann müsst ihr jackbox.tv und dann den Roomcode, das ist hier WKLG. Das ist der Roomcode, dann kommt ihr hier mit in die Audience und könnt mitvoten. Kruxel zu langsam Mist. Ja, du warst jetzt aber auch schon oft genug dabei, ne? Hättest du eher sagen sollen. Ich kann es nicht noch eher sagen. Okay. Im Legends. Danke für den Follow. Und ich würde sagen, wir machen Everybody's In. Ja, Kruxel, aber anderen eine Chance geben ist ja auch ganz gut, ne? Dein Lucifer hat gewonnen. Warst du Lucifer, Insus? Oh, der sagt Siribose, denn DSL schmiert ab. Das ist natürlich doof. So, okay. Chucky hat morgen früh Frühdienst. Okay, alles klar. Dann bis zum nächsten Mal, Chucky. Und frohen Dienst. Noch die. So, ich mache unser Mikro wieder aus und wir hören uns gleich wieder. Bis gleich.
Ich habe mich einmal verdrückt, deswegen musste ich nochmal raus und neu laden. Ah, oh, die Zeit wurde knapp. Okay, wer hat gerade subscribed? Arti, hast du drittmal resubscribed? Ich danke dir, Arti. Ein ganz komplett falscher Weg, wie man Jennifer Aniston buchstabieren könnte. Nano hat nichts gehabt, deswegen hat Anitam automatisch mit Jennifer Aniston gewonnen. Nana muss, ja, meine Mutter muss noch die ganzen Hundebilder sehen, natürlich. Du vergisst niemals deinen ersten Tier 10 Panzer. Ja gut, das ist ein World of Tanks Insider und das Nacktbahn. Meinst du? Nee, der würde nicht Tank schreiben. Emma. Müssen wir da nicht. Ja. Nano konnte nichts eingeben, hat es gebuggt, Nano oder was? Man sieht die Zeit nicht mehr, weil wir davor sitzen. Ja, ich könnte ja auch hier machen. Von Imperio war der Tier 10 Panzer. Aber. Ah! Ah, Mist! Ihr seid alle viel zu WOT-lig. Ihr habt noch nackt gebadet, oder was? And next. Why so serious? Warum so ernst? Wegen unfairen It's Teammates. Oh, Baum. Wow, wie kreativ! Wer badet bekleidet? Naja, in einem Badeanzug bist du bekleidet. Ich gehe nicht mit dem Badeanzug in die Wanne. Ja, es geht doch jetzt aber um See oder. Achso. Baum ist der neue Hai. Aber Hai ist doch gerade eben erst passiert. Wieso soll es jetzt schon einen neuen Hai geben? Mu hat Baum gewotet. Wieso votet ihr alle Baum? Was ist mit euch los? Habe ich irgendwas verpasst? Ja. Coming up next, a cute name for hemorrhoids. Ein süßer Name für Hämorrhoiden. Da bin ich ja gespannt. Blutscheißer. Oder Quietschentchen. Ja. Baum ist love, Baum ist live, WTF. Baum halt stumpf ist, badumts. Oh, da war ein Quiplash. Oh, Hase, das tut mir leid. Okay, next one. The years 2011 to 2020 will be remembered as the Die Jahre 2011 bis 2020 werden in Erinnerung bleiben als das als da, der die seltsame Zeit oder die Heilzeit. So wie die goldenen Jahre oder irgendwie sowas. Das zieht einfach. Oh, der Hai hat gewonnen. Es zieht einfach. Schreibt Hai rein und ihr habt gewonnen. Next in line, a good nickname for your abs. Ein guter Spitzname für deine Muskeln. WTF ist das? Oder was ist denn eine Abs? Oder wusste jemand nicht, was Abs ist? Okay. Ja, da darfst du jetzt selber entscheiden. Du. Ich muss entscheiden? Mm. Okay, ihr wusstet beide nicht, was Abs sind. Also Abs sind eure Muskeln. Ja. Also ein doofer Name. Ich glaube, wir setzen da einfach aus. Wir voten nicht. Ach, Nano, das tut mir leid. Was ist denn mit Nano?
Der kam nicht rein, das war irgendwie fehlerhaft da. Er konnte nicht mitspielen quasi. Anti-Blockiersystem, ja, das wird es wohl nicht gewesen sein, Florian. Okay, etwas Seltsames, was sich jemand rahmen und an die Wand hängen könnte. Das, die erste Windel meines Kindes oder Ball? Ihr seid. Warum seid ihr so kreativ heute, ey? Gut. Ich glaube, die Leute wissen es mittlerweile, wann wir nicht voten. Du kannst ja so tun, als ob du die Hand. Als ob du ja, ja, das habe ich vorhin auch gemacht, aber es sieht geschrieben, man sieht übrigens, wenn ihr nicht voten könnt. Dann guck derzeit woanders hin, wenn wir voten. Ball ist der neue Baum. Ach so, gerade eben war Baum der neue Hai und jetzt ist Ball schon der neue Baum. Okay. Von Mu. Was? Hase, wieso? Das letzte Mal war es nicht anders. Ja, Seed, was soll ich denn machen? Ich kann nicht nur meine Facecam ausmachen. Das wollt ihr ja auch nicht, oder? That's the end of round one. Let's take a look at the scores. So, erste Runde ist vorbei. Wir sind erster Platz mit Editum. Round two is straight ahead, and that means kannst all du da was are doubled. Was kann ich das machen? Das ist erste. Okay, wir machen unser Mikro aus. Gleich wieder da. Okay, das ging diesmal richtig ziemlich schnell. Versuch mal, einen Ball einzurahmen. Ja, viel Spaß dabei, eine Windel einzurahmen. Eine volle Windel. Na gut, wenn der Bilderrahmen groß genug ist, geht's. Das ist ja der Baum. Der hat einen Baum. Wer? Der Ball wieder. Ach, Freaky. Baum hängt. Zeit läuft, Jungs. 6 Sekunden, 5, 4. Ja, der Nano kann mal wieder nicht mitmachen. Mm. Aber da haben auch. Oh, da haben 3 noch nicht geantwortet. Was war los? Let's take a look. Starting things off. The worst things. Ja, das glaube ich auch. Das Schlimmste, Abdeckung ist gut. Das Schlimmste, was man jonglieren könnte: Igel oder Silikonbrüste. Zu lahm gewesen? Ah ja, das kann sein. Wahrscheinlich mega schwere Fragen gehabt. Manchmal denkst du auch, dann denkst du so... Also witzig sein ist echt anstrengend. Ich brauche was Kreatives, ich fällt nichts ein. Man denkt zu lange nach. Man sollte spontaner sein. Ja, aber du musst mal spontan, dann musst du es erst übersetzen, dann musst du es im Kopf irgendwie lustig haben. Ah, schade. Weil natürlich Silikonbrüste sind natürlich einfacher zu jonglieren als Igel. In dem Fall ist das tatsächlich korrekt. Ja, okay, muss ich jetzt lustiger. Ein Name für einen wirklich, wirklich gruseligen... Oh, da konnte Nano nicht antworten. Haimützen... Was? Swamp ist so ein Sumpf. Der Haimützensumpf klingt nicht wirklich gruselig. Next one. A bad Danke, Iron. Eine schlimme Alternative für eine Zahnbürste. Hai oder Conan der Zerstörer? Ich glaube, ich weiß, von wem das kommt. Ich wette, das ist von Mu. Eingebaut oder noch außerhalb der Frau, die Silikonbrüste? Zum Jonglieren. Nein, nun ist eh zu spät. Wir haben verloren. Wusste ich doch! Ich habe für Nubia gewählt, lieber Igel jonglieren als Silikonbrüste. Danke, Freaky. And next, in a shocking poll, it was discovered that 3 out of 4 Americans blank. In einer erschreckenden Umfrage wurde herausgefunden, dass 3 von 4 Amerikanern
dass 3 von 4 Amerikanern 75% sind. Oder dass 3 von 4 Amerikaner noch niemals in New York waren. Ich würde das nehmen. Hm. Ah. Matas. Oh, das ist ein Quiplash! Ich finde die einfach so gut, weil das so schön, weiß ich nicht. Es ist so erschreckend, Mach diese Nachricht. Und die haben alle Trump gewählt. Die 3 von 4 Amerikaner. Der schlimmste Rat, den ein Doktor dir geben könnte. 1 Stunde Smoker am Tag. Und Imperium Max, ist nichts eingefallen, schade. Next up, the first names of each of your nipples. Die Vornamen von jedem deiner Nippel. A-Hörnchen und B-Hörnchen oder... Nein, Nano hat... Oh, das hatte Nano. Damit haben wir automatisch gewonnen. Auch gut. Auch okay. Okay, next one. Something they will probably never make a series of commemorative Dankeschön, Panzer. Ja, komm. Oh nein, Alex hat nicht geantwortet. Tote Robbenbabys? Was? Brief ging's am Briefmarken? Gerade von toten Rockenbabys? Oh. A weird thing for a preacher to say to end every sermon. Sermon, ist das so eine Weihe? Etwas Seltsames, was man dem Priester sagen kann, um jede, aber ich weiß nicht, was Sermon ist, zu beenden. Und die nächste Runde geht rückwärts, nie ohne Gummi. Jetzt muss ich wissen, was Sermon ist. Predigt. Um eine Predigt zu beenden. Die nächste Runde geht rückwärts, nie ohne Gummi. Hm. Fünf von vier Amerikanern haben für Trump gewählt, sagt Nano. Oh, das kommt von Mu? Aha, okay. Das ist nicht, das ist Quiplash, Iron. Ich habe den Befehl nicht geändert. Danke, Blacky. Well. Nein! Nein! Ach, guck mal, der arme Nano, der ist ganz hinten. Ja, auch der arme Nano. Der war deep, ja. Okay, wir haben alle wieder die gleiche Frage. Ich mute uns kurz, wir hören uns gleich wieder. Our last flash prompt is... Little known fact, the government allows peanut butter to contain up to 10% blank. So, da sind wir wieder. Und ich sehe da gerade, jemand hat gefollowt. Ich sehe Hermine. Frank White und Dead Rising haben gefollowt. Ich danke euch. Everybody's in. Hand out your votes. Danke, Aufmerksamkeit. Okay, okay, die Regierung erlaubt bis zu 10% blablabla in Erdnussbutter. 10% Pferdefleisch, 10% Haifischzähne, 10% Haie, 10% Milchsäure, 10% mexikanische Hoden. Was? 10% Erbsmehl oder 10% Nubia? Was? Okay, dann sag mir mal. Okay. Ja. Okay. Nein, Freaky, ich hab mir das nur ausgedacht. Meine Nippel heißen nicht A- und B-Hörnchen. So. Die heißen XY-Promis. Die heißen gar nicht. Haie von Imperium Max. Diesmal haben Haie wohl nicht so gut funktioniert. Schade. So, was aber noch? Milchsäure von Muttersohn. 5%. Haifisch. Weißt du, was eine gute Antwort gewesen wäre? Erdnüsse.
Bis zu 10% Erdnüsse dürfen in Erdnussbutter sein. Das würde so richtig zum System passen. Erbsenmehl, guck mal, das sind bestimmt alles Ossis, die das jetzt gewollt haben. Ja, weil sie wissen, wie unsere... Wie hieß denn diese Schokolade? Du meinst nicht Bambina. Ja! War das nicht die? Ja, doch, stimmt, das war die, weil es bei uns gegen Kokos gab. Ja. War der... Ich meine, das war Erbsenmehl, was sie da reingesteckt haben. Oh, Nubia hat gewonnen. 10% Nubia. Was? Das wird aber eine sehr limitierte Auflage von Erdnussbutter. Ossis for the win. Enetam war... Ah, also Enetam hat gewotet und wusste das. Oh. Platz, ist doch gut. Kleiner Ei hat gewonnen. Bambina mit der Kuh drauf, genau das. Die Top-Antwort, darf ich kurz noch beenden? War die erste Windel? Wir hatten die Top-Antwort des Spiels. Die erste Windel meines Kindes. Die Schokoknosperflocken hatten Erbsen mit drin. Hey, ja, genau, die meinen wir. Ne? Nein, tut sie nicht. Okay. Gut. Dann, meine Stimme hört schon wieder auf. Das war sehr, sehr kurz heute und das tut mir wirklich leid. Vielleicht schaffen wir es zum 22. ein bisschen länger. Noch eine kleine? Nee, aber nicht du. Ich nicht mehr. Ich muss jetzt erst wieder zurücklatschen. Okay, dann gehe ich. Dann würde ich sagen, wir machen gleich nochmal eine Runde. Und ich gehe kurz in die Pause und sag meiner Mutter bis morgen. Und dann machen wir noch eine Runde, aber dann muss ich auch auf. Okay? Eine Runde machen wir noch. Aber ich gehe ganz kurz in die Pause. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Stopp. So. Nein. Und Mikro aus. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Und da bin ich. Und die Kamera kann wieder nach... Na, komm. Da. So, ein, zwei Runden machen wir noch, dann muss ich aber auch weg. Den Nick registrieren für meine Mutter, das wäre eigentlich eine gute Idee, oder? So, twitch.tv/ wie war's? Steht das hier gar nicht? Das steht hier gar nicht, ne? Jackbox.tv, nicht twitch.tv, Jackbox.tv und danach kriegt ihr den Link, weil ich habe einen festen, der möchte mitspielen erst noch. Das heißt, ich gehe nochmal jetzt ganz kurz in die Pause, ich mache New Players. Ich mache New Players und ich schreibe...
Ganz kurz den Mooding Code noch. Und zwar das ist das, okay. So. Ach shit, ich hab noch gar nicht. Hase, kannst du noch mal kurz rausgehen, weil du musst sonst die, also du machst jetzt die Leitung, das schaffst du schon, oder? Ich hab vergessen, dass ich erst zuerst rein muss, aber du klickst dann einfach, du musst bei dir klicken dann. Das kriegst du schon hin. Das machst du schon. So. So, dann gehe ich zurück. Da sind wir wieder. Und wir haben, also Mu macht diesmal die Runde, das heißt, der muss auch alle Sachen klicken. Ich hoffe, das kriegst du schon hin. Dann haben wir den Heiner, Unforgiven, Anatom, Seed, Winnie und Kruxel. Und bisher 16 Leute in der Audience. So, alles andere muss jetzt der Hase muss machen. Du bist rausgegangen? Du bist nicht rausgegangen. Du musst die Seite nochmal laden. Du bist noch da. Oder muss ich die... Mach mal die Seite einfach nochmal neu, du schaffst das schon. Doch, lad einfach die Seite nochmal neu. Du kommst nochmal ganz normal rein. Glaube ich. Solltest du eigentlich. Versuch's einfach mal. Sonst muss ich die Lobby auflösen. Ich weiß, ich sag dich so rausgehen, aber du weißt doch, dass ich manchmal einfach Dinge sage und dann was anderes meine. Room is full? Okay. Dann müssen wir kurz back to menu. So. Das tut mir echt leid. Ich muss ganz kurz in die Pause gehen. So, jetzt bin ich als erstes drin. So. Gib Unforgiven den Code. Ja, okay. Unforgiven, ich schick dir eine Whisper. Ich hab dir eine Whisper geschickt, Unforgiven. Eine Runde kannst du fest mit drin sein, weil du es jetzt so oft versucht hast. Okay, der Unforgiven ist da, aber der Mu ist noch nicht da. Ihr hört mich tippen. So. Okay. Mumu, bist du diesmal Mumu? Okay. Dann schicke ich euch jetzt den Code im Chat. Und zwar kommt jetzt gleich. Da ist er. Auf die Extra-Wünsche bin ich jetzt nur bei Unforgiven eingegangen, einfach weil er... Weil er es jetzt schon so oft versucht hat und Unforgiven auch ein langer Zuschauer schon ist. Deswegen bin ich da jetzt einmal spezifisch drauf eingegangen. Und wir haben Unforgiven. Wir haben den Mu. Wir haben Desoxy, Ribose, Foley, Azra, Enetam und Kruxel. So. Everybody's in. So. This is round 1. You score based on the percentage of players who like your answer. Plus, there are winners bonuses at stake. Go. Die Mütze ist scharf. Danke. Okay.
Ich komm, ich hab noch eine Idee. Die Mütze ist nicht so warm. Nee, das geht. Ich komm nicht drauf. Ich hänge. Oh, ich bin der Letzte. Nein! Okay, it's time for some quiplashing. First one, a disturbing thing to hear your significant other say while sleep talking. Okay, etwas Störendes, was man den signifikanten anderen, also den Partner, hören könnte, während er redet während des Schlafs. Ich werde dich essen oder die Kontonummer? Kontonummer? So in etwa für Summa. Ach, Punisher, ich hab mir ja was einfallen lassen. Ich brauch bloß eine Weile, weil das eine war leicht, aber das andere war nicht so. So, Unforgiven. Wieso ist die Kontonummer jetzt verstörend? Weil es eine andere Kontonummer ist und man ein geteiltes Konto, also eigentlich ein Konto zusammen hatte, oder wie jetzt? Next one. Something you should never stuff a bra with. Okay, etwas, mit das man niemals den BH ausstopfen sollte. Haifischleich? Gebären Haifische nicht lebend? Oder ein wütendes Eichhörnchen? Sagst du nicht, Anvergüben? Okay. Weil es nicht seine Kontonummer war? Ah. Ja, das Eichhörnchen, weißt du, Haifischleich ist schon nicht so geil, aber ein wütendes Eichhörnchen. Anti, ja, das tut mir leid. Wenn du noch niemals den Begriff größer weißer Hai gehört hast, wie würdest du es nennen, wenn du es das erste Mal sehen würdest? Eine große weiße Frau wahrscheinlich, eine große weiße Frau oder Nubia? Vorsorglicher Abschlusstier für 1000. Ich danke dir für Summa. 1000 Cheers, ey. Oh, da mein Quiplash. Aber Anatom, ne? Lass uns mal reden. Next up, come up with a catchier, more marketable name for the Bible. Okay, ein catchigerer, vermarktbarerer Name für die Bibel. Das große Buch der Lügen oder der Bro-Code? Wegen der Mütze. Ja. Das lief ja ganz gut. And next, the worst thing you could stick in a toaster. Time to vote. Das Schlimmste, was man in einen Toaster stecken könnte, eine Gabel oder die Nase. Ist beides nicht zu empfehlen, muss ich sagen. Hallo, meine Dickung. Habe ich eigentlich auch mit gerechnet, Kuxel. Ich bin sehr stolz, dass es nicht getan hat. Was? Die Gabel im Toaster stecken ist keine gute Idee. Nein.
next one. Where's the best place to hide from the shadow monsters? Wo ist der beste Platz, um sich vor Schattenmonstern zu verstecken? Ich kann mich nicht verstecken oder im Schatten. Alles Gute zum Geburtstag, kleiner als drei. Känguru hat 20 Euro gespendet. Alles Gute zum Geburtstag. Dankeschön, Känguru. Dankeschön. Im Schatten fand ich gut, weil wenn du dich im Schatten versteckst, finde ich die Schattenmonster vielleicht nicht. Sonnenbank. Ja. And next is, what should we do with all of that plastic that won't disintegrate? Okay, was sollten wir mit dem ganzen Plastik tun, was sich nicht auflöst? Eine riesige Nubia-Move-Statue bauen, im Meer versenken. Also ich will ja jetzt nicht selbst verliebt sein, aber im Meer versenken halte ich für nicht sonderlich ökologisch. Und dann mein Quiplash. Kreidort resubscribed. Next in line. Which new marshmallow should Lucky Charms? Alter Kreilo. Welcher neue Marshmallow sollte Lucky Charms in ihr Müsli einführen? Talg für Kinder extra fett oder Topf am Ende des Regenbogens? Alter Kreilo, danke fürs Resubben, du Sack. Ja, meine Diktum, ich bin halt alt geworden, ich danke dir. Und ich trage den Hut, Kreilo, und den hast du immer noch nicht. Ah, Hasemist. Teig für Kinder, extra fett. Das ist so widerlich. Die Mütze macht mich wieder jung. Willst du sagen, ohne die Mütze bin ich alt, Freaky? Danke, Löwe. Enetam. Mach's gut, Anti. Schlaf gut. Double Points. So. Ah, ich bin so nah dran, aber ich komme nicht drauf. Voll bescheuert, keine Ahnung. Geistig bist du ein verspieltes Kind. Was? Let's start this show. Our first prompt is a possible entry in Gary Busey's dream journal. Tonight I dreamed blank. Okay, ein möglicher Eintrag in Gary Buseys Dream Journal. Ich weiß nicht, wer Gary Busey ist, aber diese Nacht habe ich geträumt von Mu und Haien. Von blonden Haien mit jungen Frauen im Mund. Was? Ja, in der Tat, meine erste war auch gut, aber die zweite war ein bisschen komisch.
Ah, nur Unforgiven für Asra gewartet. Lemming, danke schön. Okay, next one. A creepy thing to find scribbled onto a dollar bill. Okay, was Gruseliges, was man auf eine Dollarnote gescribbelt finden könnte. Keks war aus, Dollar wichsen war lustig. Was? Popel. Was? Ich habe keine Ahnung. Ich bin verwirrt. Danke, Parasit. Okay, Folly, das musst du mir erklären. Danke, Avril. And next, a magazine that should never have a nude centerfold. Okay, ein Magazin, das niemals einen in der Mitte so ein Nacktbild haben sollte, was man ausklappen kann. Das gibt's, glaube ich, beim Playboy oder so gibt es, oder? Die Bravo oder Deutschlands größte Politiker. Schule, deutscher Film, was? Nee, kenne ich nicht, Folly. Nee, das sagt mir echt überhaupt nichts gerade. Kekswichsen kannte ich noch nicht. Das ist neu für mich. Yay! Oder nicht yay, aber yay, gewonnen! Up next, a better name. Ihh, Folly, wer denkt sich denn so eine Scheiße aus? bessere Name für eine menschliche Blase? Kevin oder Zwischenspeicher? Was? Machen das Männer wirklich? Jeden Tag. Ach so, okay. The worst name for a racehorse. Der schlimmste Name für ein Rennpferd. Stolperstein oder Simon the Cat? Nein, 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 nö, okay. Auch kranke Schweine, weiß ich nicht, Freaky, wenn es wem gefällt. Was soll sie machen? Du nicht, Stapel, okay. Ruxel, werd mal nicht hier so penibel, ja? So sind wir nicht. Next in line, a terrible food truck would be one that goes around selling only blank. Okay, ein furchtbarer Food Truck würde nur was verkaufen? Nein, Mus alte Socken. Und Mu hat nicht gewartet. Was war los, Hase? Was war los? Wolltest du nicht? Next up, a better name for the game Duck Duck Goose. Ein schönerer Name für das Spiel Duck Duck Goose. Das haben sie, glaube ich, bei The Simpsons mal gespielt, ne, oder? Also Duck Duck, und wenn er Goose sagt, muss er ihn um die Ecke jagen. Ganz, ganz Ente. Fuck, fuck, Goose. Was? Keine Zeit mehr. Oh. Zweite Rate Birthday von Schnabeltyp, Karo und Kreilo. Größer als 3, größer als 3, größer als 3. Alter, du bist so ein Sack. Dankeschön und grüß Karo und Schnabeltyp. Ente, 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 Ente. Ja, genau, und dann rennt er ewig im Kreis und kreist und sagt nicht ganz. Ein neuer Slang-Begriff für Impotenz. Antiaktives Sexualorgan, das ist ja sehr slangig, oder schlaffes Wurstel. Nano-spammt Herzchen, okay. Bam.
Danke, Gromus. That's the end of round two. Let's take a look at this. End of round two, oh nein. Ja! Macht. Ihr müsst mich gewinnen lassen. Ich habe Geburtstag. And now round three, the last lash. Point last lash. Oh God. And you'll all be answering the same prompt this time. Your prompt is. Ja, Kreide. Ich hab's gesehen. Aber du hast ja gesagt, es war ein Fake. Okay, etwas, was du mit in den Weltraum schummeln würdest, wenn du ein Astronaut wärst. Möge die Macht mit dir sein. Dankeschön, Termina. Schneller, Mu! Hase! Ah! Nein! Give out your votes. Laptop mit WOT. Luft mit in den Weltraum. Okay. PC zum Streamen aus dem Weltraum. Aus dem Weltall. 80 Kilo Hack. Warum? Ein Penis-Selfie. Mount Everest in den Weltraum mitschleppen. Okay. Heimütze mit Nubia dran. Wieder zu langsam. Nein, Hase. Spiel das andere bitte, ja? So. Okay, Frau Heimkreide, aber ich glaube, ich bin gleich dann nicht mehr da. Das ist meine letzte oder vorletzte Runde. Ein Dixie-Klo? Meinst du nicht, die sind versorgt da oben? Penis-Selfie. Okay, Foley, was ist los? Warum? Mount Everest. Das möchte ich gerne sehen, wie du den Mount Everest mitten in die Welt umnimmst. Laptop mit WOT von Unforgiven. Okay. Luft! Ja. PC ist zum Stream aus dem Weltall. Oh, mochtet ihr nicht so? Heimütze mit Nubia dran. Danke. Kilo Hack. Wieso? Wieso 80 Kilo Hack? Ist schon okay, Krylo. Arbeit geht vor, du weißt. That's all. Now for the final scores. Ja! Hack kann man immer brauchen. Den Wälder aus dem Fenster werfen. Ach so, okay. Alles wird aus Hack gemacht. Hack, sag mal guten Tag. Okay. Gut. Hack geht auch zum Abdichten. Gewonnen zum Geburtstag. Und die beste Antwort war von Mu, das wütende Eichhörnchen. Das war echt in dieser Runde, die kam mir jetzt so lang vor. Okay, mach's gut, Krylo. Ich würde sagen, ich muss mich an dieser Stelle auch von euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs sehr bescheuerte Zugucken. Ich freue mich, dass ihr meine Mutter so sympathisch findet. Der hat das nämlich auch überraschend viel Spaß gemacht. Die findet euch auch sehr lustig. Schön, dass ich doch noch ein bisschen streamen konnte an meinem Geburtstag. Ich hoffe, am 22. finden wir ein bisschen mehr Zeit. Ja. Ich zu dem weiteren Stream für eine Runde noch.
Okay. Okay, okay, wir machen eine Runde noch. Wir machen noch eine Runde. Mu wünscht sich eine Runde. Wir machen noch eine Runde. Okay. Eine Runde machen wir noch. Wegen Mu. Okay. Hast du was im Code? Jackbox.tv und dann den Code gibt's gleich im Chat. Ich fahr morgen mit dem Zug, sieht. Ich gehe mit meiner Mutter zum Bahnhof, die muss ja sowieso auch in die Richtung. Und dann steigen wir in Berlin um. Sie fährt weiter, ich bleib da. Okay, er ist da. Und hier sehe ich Foley, 5 Euro gespendet, wup wup. Und der Clubputzbiber hat für 3 Monate resubscribed. Clubputzbiber, dankeschön fürs Resubscriben und dankeschön für deine Glückwünsche. Und ich schreibe hier einmal kurz das. Rice, dankeschön. So. Wen haben wir dabei? Den Nano. Hoffentlich klappt es diesmal wenigstens. Dio, Iron, Seed, Stapel. Stapel? Hey, alle hassen, der Bot hasst mich, ich komme nie nirgendwo rein. Zack, ist er drin. Unforgiven schreibt nämlich, hat er nicht gerade noch geschrieben? Nochmal eine Chance, nicht reinzukommen, siehst du mal. Unforgiven, okay, so. Diesmal soll es klappen, alles klar. Pennen können, naja, ich weiß nicht, sieht. Also, das Ding ist, meine Mutter hatte einen Zug, hatte einen Ticket, Platz reserviert im Zug. Und ich habe jetzt nachreserviert und die Platzkarten sind ziemlich nah beieinander und ich hoffe, wir können tauschen. Also wir können mit jemandem tauschen, dass wir beisammen sitzen können. Abschlussprüfung. Ich drück die Daumen und nochmal. Ich drück die Daumen. Okay, dann starten wir mal. Ich muss mal hier noch den Saft austrinken. Schmitty here. Welcome to Quiplash. Thanks for starting this game, guys. Got me out of jury duty. Let's get going. This is round one. You'll score points based on the percentage of people who prefer your answer. Have at it. Für einen Kaffee im Zug morgen. Viel Spaß im Urlaub. Zimmy donated 6 Euro für einen Kaffee im Zug morgen. Viel Spaß im Urlaub. Ich danke dir, Zimmy. Dankeschön. Fährt euer Zug durch Leipzig? Weiß nicht, ist der ICE? Sicherlich. Ich denke schon. Okay, here we go. First up, dodgeball would be an even better sport. Musst du die Nachprüfung? Ich drück die Daumen hier ran. Dodgeball wäre noch viel besser, wenn Medizinbälle erlaubt wären oder Trikottausch der Damenmannschaften. Ich bin echt nur Kerle mit. Man kann zu gut sein, um in die Nachprüfung zu kommen. Wie geht das denn? Oh.
And next? New movie idea. The Muppets take blank. Okay, neue Filmidee. Die Muppets nehmen Wanted, das U-Boot zum Mars. Wanted? The Muppets take Wanted? Das verstehe ich nicht. Wenn du von 1,1 noch ein paar Punkte für 1,0 brauchst. Ja, aber deswegen. Aber ach so, Nachprüfung, weil zu gut. Ach so, meinte das, okay. Den habe ich nicht verstanden, Iron. Den musst du mir mal erklären. Aber Murt ein Quiplash. Danke, Liquid. Kein Kaffee ohne Kuchen. Okay, alles Gute zum Geburtstag und weiter so. Bogi, danke schön. Okay, der Name einer Schriftart, die nie jemand benutzen würde. IS 2 oder Comic Sans? Ich glaube, das ging bei uns auch, Foley, aber das habe ich nicht gemacht. Oh, ihr seid alle doof. Haut ab, geht weg. Comic Sans ist scheiße. And next is forget dogs. What is really man's best friend? Könnt ihr euch selber übersetzen. It's voting time. Ich verstehe, die finde ich beide nicht gut. Man's best friend, Frauen, wenn sie nicht recht haben? Hä? Oh, Stapel. Oh, Stapel. Und Mu hat dafür gewotet. Mu hat dafür gewotet. Okay. Okay. Next up. Beleidigt Haifisch. Super Mario. Okay, ein hilfreicher Tipp, den du Super Mario geben würdest. Nimm das Auto, nicht nach der Seife bücken. Was ist mit euch los? Was haben wir hier für... Was ist denn jetzt mit einmal passiert? Ich muss das nächste Mal, muss ich doch wieder unter 18 FSK, also unter 18 Fragen reinmachen. Ach, Stapel. Ich müsste dich glatt timeouten, also vorsichtig, ne? Gott sei Dank hat Seed gewonnen. Gott sei Dank! 22 Uhr ist durch, ja, aber trotzdem. A lesser known knight of the round table, Sir Blank. Ja, oder? Silberfuchs? Meine Mutter ist weg und plötzlich geht's hier wieder rund. Ein weniger bekannter Ritter der Tafelrunde, Sir Mortality oder Sir Unknown? Für Sir Mortality gewotet. Ey. Hase. Sollen wir das lieber machen, wenn du jemanden dabei hast? Nein, ihr sollt das gar nicht machen. The worst name for a funeral home. Ich finde das eigentlich ganz gut, mein Bruder. Vote on your devices. Okay, der schlimmste Name für ein Bestattungsunternehmen. Fort Knox. Happy Verwesung? Bäh. Sir Unknown's Battlegrounds. Was? Was? Kann ich eigentlich nur so sitzen? Das reicht auch, oder? Die fährt aber morgen mit mir zurück, Gunny. Das wird dann nichts mehr. Oh, Nano. GZ zum Quiplet.
Next one. The name of Jesus' 13th apostle. Der Name von Jesus' 13. Apostel. Ich habe keine Ahnung von Jesus. Wie ich mir die Schuhe auszog und nackt badete. Was? Helga. Was? Der Name von Jesus 13. Apostel? Den verstehe ich nicht, Hase. Erzähl mal, erklär mal. That's all for round one. Here's the scoreboard. Apostel, sind das nicht die Typen, die neben ihm saßen da auf dem einen Bild da an der an dem Tisch? Okay. Religion im Osten ist kein Thema, Freaky. Das ist nicht so wirklich. Das ist alles optional. Okay. Ah, ich habe blöde Fragen. Mir fällt nichts Gutes ein. Keine Ahnung, die waren nicht so gut. Let's take a look. Our first prompt is make up a schoolyard game that children should never play at recess. Okay, ein Spiel im Schulhof, was Kinder niemals spielen sollten in der Pause. Raccoon City oder Taubenweitwurf? Was? Kaum Weißwurf, ja. Hatte ich auch. Hab ich auch gedacht. And next is a forgotten book in the classic Harry Potter series, Harry Potter and the Blank. Was? Ah, Iron, du hast die Frage gehabt. Time to vote. Ein vergessenes Buch in der Harry Potter in der Harry Potter Serie, Harry Potter. Oh, ich hätte so gerne diese Frage gehabt. Harry Potter und das verwunschene Kind, Harry Potter und die Su 100Y. Raccoon City kommt für Resident Evil? Okay. Das verwunschene Kind gibt's ja leider nun. Also nicht leider, das verwunschene Kind gibt's ja. Apropos, ich habe voll die geilen Bücher geholt gestern. Okay, next one. The worst mistake you could make while submitted by. Oh, das wurde von jemandem gemeldet. Der schlimmste Fehler, den man. Okay, danke. Der schlimmste Fehler, den man machen könnte, wenn man auf Twitch streamt, sich mit Nubia anlegen, Hai-Hut tragen. Bellrock hat zum dritten Mal resubscribed. Bellrock, ich danke dir. Ich freue mich für deinen Resub. Ich hoffe, es gefällt dir auch weiterhin. Danke.
Ja, danke, Stapel. Du mich auch. Coming up next, the only thing worse than standing in a really long line is standing in a really long line for. Das einzige Schlimmere, was es gibt, als in einer sehr langen Linie anzustehen, ist in einer sehr langen Linie für Eis im Sommer anzustehen, für ein Dixie-Klo anzustehen. Findest du Silberfuchs? Ich fand, das ging total gut zu lesen. Ich habe das richtig gerne gelesen. Oh, ja! Quiplash! Schon wieder. Next up, Jesus' real last words. Jesus' wirklichen letzten Worte. Mehr Nägel, ich rutsche. Mein Gott, wieso? Dola, das bildest du dir bestimmt noch ein. Oh, Seed. Ein Quiplash für Seed. And next, the absolute worst moment for a bird to poop on you. Okay, der absolut schlimmste Moment, an dem ein Vogel auf dich kacken könnte. Beim Fotoshooting, beim nackten Kopfstand. Oh, oh man. Okay, next one. Superman's special power that he never tells anyone about. Supermans geheime Superkraft, von der niemandem erzählt hat. Ballett tanzen oder größtmöglicher Kollateralschaden. Nichts Schlimmeres als Vogelkacke auf der Linse. Also, nackten Handstand finde ich schon. Der hat deinen Klick nicht genommen, Stapel, das ist blöd. In line. Little known fact, a secret area in the White House is the blank. Okay, unbekannter Fakt, ein kleiner geheimes Areal im Weißen Haus ist der Panic Room oder der Porn Room. Stapel. Natürlich. Ein Zuschauervote. Wer war der eine Zuschauer, der für mich gewotet hat? Stumpf ist Trumpf. Ich glaube auch. Oh, wow. Was ich erwartet habe? Weniger stumpf. Welcome to the last lash, the final round. Stakes are tripled. There's just one prompt and you're all getting. Ja, nein, mir ist nichts eingefallen. Mir ist nichts eingefallen. The prompt is a great birthday present for your worst enemy. Ein Geburtstagsgeschenk für den schlimmsten Feind.
Oh, einer fehlt noch. Fünf Sekunden. Nano. Oh, das war knapp. Alright, we're ready. Apply your votes. Okay, eine eingeschäppt vom Schnabeltyp, die Su-100Y, AT-15A, ein Stinktier, eine Briefbombe, Juckpulver-Shampoo oder IS-2 auf einem Reh reiten. Pikachu King, mach mal vielleicht Ausrufezeichen folgt. Vielleicht kriegst du dann eine Antwort. AT-15A von Ruhe. Den magst du wirklich nicht so, oder? Briefbombe von Anvergeben. Stinktier, okay. Oh, Seed, wir hatten den gleichen Gedanken. Einer eingeschöpft vom Schnabeltyp. Oh, Seed, ich glaube, ich habe gewonnen, weil ich die davor geschrieben habe oder weil es weiter oben stand. Ich weiß es nicht. Pikachu, das ist Quiplash. Das ist ein bisschen wie Stadtlandfluss. It's over. Let's take a look at the final scores. Oh, ich habe Steel noch überholt. Stapel hat gewonnen. Halleluja. Top Answer war aber meine Antwort. So. Damit jetzt aber wirklich. Ich muss wirklich, wirklich Schluss machen. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart, dass ihr zugeschaut habt und dass ihr mitgespielt habt für diesen kleinen spontanen Stream für meinen Geburtstag. Ich hoffe, nächstes Jahr können wir ein bisschen mehr machen. Zu den weiteren Streams. Ich fahre morgen nach Berlin und bin dort, komme am 28. erst zurück. Das heißt, der nächste Stream, bei dem ich dabei sein werde, ist vielleicht der Mittwoch. Wir müssen gucken. Unabhängig davon wünsche ich euch eine schöne Woche ohne mich. Wenn ihr den Social Media Seiten folgt, werdet ihr sicherlich die eine oder andere Sache mitbekommen, wie auch jetzt zum Beispiel schon während meine Mutter jetzt da war, mir die eine oder andere Sache auf wie heißt das? Instagram und sowas habt ihr gesehen. Also verfolgt die Seiten, damit ihr im Blick bleibt. Und wir sehen uns spätestens nächsten Donnerstag dann wieder. Ich werde mich bei euch melden. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Kommt gut in das Wochenende jetzt, kommt gut in den, was ist heute Dienstag, kommt gut in den Mittwoch rein. Ich schicke euch jetzt noch weiter. Danke, dass ihr heute dabei wart und wir sehen uns nächste Woche und spätestens nächstes Jahr zum nächsten Geburtstagsstream. An wen schicke ich euch noch? Wen haben wir da so? Wen haben wir denn da so? Der Hai kommt übrigens hinter mir ins Regal und wird dort Ausstellungsstück. So. Okay. Schlaf gut. Ärgert euch nicht. Macht's gut, lasst euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.